In unserem ersten Beitrag blicken wir zurück auf den Mittwoch der vergangenen Woche. Unser Weg führt dabei auf den Borner Marktplatz zum alljährlichen Aktionstag der Borner Lebenshilfe, der in diesem Jahr unter dem Motto Inklusion von Anfang an stattfand. Das Motto in diesem Jahr lautet Inklusion von Anfang an. Es sollen besonders Kinder, Jugendliche und ihre Eltern und die Menschen, die in den Schulen oder in den Behörden arbeiten, erreicht werden. Hier gibt es in Deutschland einen großen Nachholbedarf. Wie schwer es zum Beispiel in den Schulen dieses Motto zu verwirklichen ist, wird uns jeden Tag vorgeführt. Heute ist unser Aktionstag und mittlerweile der 5. in Folge, den wir machen. Es geht um die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung. Wir gehen raus, wir sind hinten, haben wir unsere Geschäftsstelle am WM-Schacht in Bornheim im Gewerbegebiet. Und heute sind wir mitten in der Stadt und wollen halt auch zeigen, dass es uns gibt, dass wir da sind, dass wir Rechte haben. Ne? Also ich sage jetzt bewusst wir, die Menschen mit Behinderung, die Menschen ohne Behinderung, alle zusammen. Wir haben dieselben Rechte, wir haben denselben Spaß am Leben. Das wollen wir heute zeigen. Musik ist ein Medium, damit kann man ganz, ganz viel transportieren und kann halt auch zeigen, dass Menschen mit Behinderung eben auch ganz viel können. Musik machen zum Beispiel. Heute gab es Mokosch, das ist ein Projekt der Lebenshilfe Burma. Das ist so ein Country-Ding, da spielen wir Johnny Cash und solche Geschichten. Das ist jetzt die Handyclap-Band aus Berlin. Zum Schluss kommt dann noch ich und die anderen, ja, so die Hausband der Lebenshilfe seit 13 Jahren jetzt. Leider heute unser letztes Konzert. Wir hatten letzte Woche die letzte Probe. Das war auch schon ein komisches Gefühl, den Proberaum das letzte Mal so hinter sich zuzuschließen. Aber es wird ein neues Projekt geben. Wir machen die zwei Bands zu und machen aus den zwei Bands eine Band und fangen dann im Herbst diesen Jahres wieder mit was Neuem an. Neuer Name, neues Programm, mal sehen. Es gibt noch andere Projekte. Das ganz große Projekt ist unser Wohnpark. Unser Wohnpark ist jetzt mehrfach durch die Medien gegangen, weil wir das Grundstück, was wir noch kaufen wollten, wo die Ruine in Borna ist, nicht kaufen können. Haben wir das jetzt etwas reduzieren müssen, können demzufolge nicht mehr das Wohnen anbieten. Aber nach wie vor bleibt das Pflegeheim, nach wie vor bleibt was für Leute, die in die Werkstatt gegangen sind, ins Rentenalter erreichen. Es bleibt ein tagesstrukturiertes Angebot. Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr, spätestens im Herbst, die Backe rollen lassen. Bet don't you